Endlich Feierabend. Aber der Job oder ein langer Schultag steckt mal wieder noch in Kopf und Knochen. Dann ist diese Sporthalle in der Neubrandenburger Katharinenstraße vielleicht die genau richtige Adresse. Hier wird schlagkräftig Stress gegen Fitness ausgetauscht. Die Sektion Boxen des PSV 90 Neubrandenburg trainiert regelmäßig hier und jeder kann mitmachen. Egal ob groß oder klein, dick oder dünn, sportlich oder eher noch nicht. Wenn es dann um den Fitnessbereich geht, ist das wirklich ein Jedermannssport. Wenn es nachher in den Leistungsbereich geht, wenn es um Wettkämpfe geht, na, dann muss man natürlich ein bisschen gucken, dann müssen die körperlichen Voraussetzungen stimmen und so weiter. Aber dafür sind wir als Trainer ja letztlich da, das zu beurteilen und dafür zu sorgen, dass man, wenn man Wettkämpfe machen will, dass man die Leistungsfähigkeit entsprechend auch hat. Peter Busse, Andreas Golombek und Steven Suri trainieren heute hier mit Kindern und Jugendlichen. 43 sind derzeit beim Boxen im Neubrandenburger Polizeisportverein aktiv. Zusammen mit den Erwachsenen hat die Sektion 100 Mitglieder, davon sind immerhin 20 Frauen und Mädchen. Meine Mutter, die wollte gerne zum Boxen gehen, aber ich dachte mir, wenn sie hingehen, dann könnte ich ja auch hingehen. Und deswegen war ich hier mal und dann habe ich geguckt, wie es so ist. Und dann habe ich erstmal eine Woche gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, das ist gut. Und dann hat meine Mutter mich angemeldet und deswegen bin ich jetzt beim Boxen. Und natürlich auch, weil der vermeintlich so brachiale Sport einfach jede Menge Spaß macht. Schon in den Olympischen Spielen der Antike wurde mit den Fäusten gekämpft. Und doch ist Boxen auch heute alles andere als verstaubt. Das ist eine der wenigen Sportarten, wo der ganze Körper, jede Muskel, der Geist in Anspruch genommen wird, was die Verletzungsgefahr angeht, was vielleicht viele abhält, den Boxsport zu betreiben, kann man sagen, dass bei Ballsportarten bedeutend mehr Verletzungen vorkommen. Also wir haben jetzt in der Zeit, in der wir hier sind, einmal was gehabt, dass sich jemand verletzt hat. Und ansonsten stärkt es das Selbstbewusstsein. Man weiß, was man kann. Gewalt wird vorgebeugt durch Boxen. Man meint, man schlägt einfach so drauf zu. Nein, das Vermeiden ist wichtiger als das Schlagen. Geboxt wird in der Halle, ist oberste Regel. Egal ob zum Stressabbau, für Fitnessaufbau oder in Wettkampfabsichten. Natürlich wird hier im Nachwuchs auch nach Talenten für den großen Auftritt im Ring gesucht. Sehr schöne Maßbewegung, Janik. Und je nachdem, wie sich das so entwickelt, werden wir sehen, ob wir wieder mal einen deutschen Meister bekommen. In der Vergangenheit war die Sektion Boxen ja relativ erfolgreich und hatte auch einen Namen in der Stadt. Und wir müssen mal sehen, ob wir da wieder hinkommen. Aber kleine Schritte, Stück für Stück, Schlag für Schlag. Schlag für Schlag arbeitet auch dieser junge Mann daran mit. Ben Golombek. Der 14-Jährige ist schon seit über 7 Jahren beim Boxen dabei. Ich war damals immer als Kind schon hier mit auf der Halle und mir hat das einfach gefallen. Und dann habe ich gedacht, warum nicht selbst mal? Und dann, ja, hat mir Spaß gemacht und seitdem bin ich hier geblieben. Kein Wunder, denn Vater Andreas Golombek kann als mehrfacher deutscher Meister auf eine erfolgreiche Boxlaufbahn zurückschauen und ist heute auch Bens Trainer. Es ist immer schwierig, Trainer und Vater zu sein. Ich wurde schon ein paar Mal ermahnt von meiner Frau, dass ich den Trainer lieber zu Hause bleiben lasse, sage ich jetzt mal. Aber so, es geht. Man kriegt es hin. Ja. Immerhin wird Ben aktuell in einem hochkarätigen Turnier mit im Ring stehen. Der PSV 90 Neubrandenburg ist am kommenden Wochenende Ausrichter des einst in Neubrandenburg gegründeten und nach 10-jähriger Pause heimgekehrten Boxturniers Olympische Hoffnungen des Nordens. Das ist ein großes internationales Turnier. Da kommen nicht nur Mannschaften aus ganz Deutschland, sondern wir hatten in der Vergangenheit Mannschaften aus Polen, Russland, Karelien, Tschechien, Schweden, Dänemark, sogar aus Österreich war mal ein Sportler hier. Und ja, wir wollen wieder das Turnier zu neuem Glanz verhelfen und auch für die Stadt wieder mal so ein sportliches Highlight bieten. Das sind die 14-15-Jährigen, also der Nachwuchs, der dann im Kommen ist, der dann in der Folge Deutschland bei internationalen großen Turnieren vertreten soll.
Ganz so weit ist Ben noch nicht. Trotzdem wird er als Teilnehmer für den PSV Neubrandenburg wohl wichtige Erfahrungen und einige Fans sammeln können. Wer nun Lust aufs Boxen hat, kann gern vom 28. bis zum 30. September hier als Zuschauer beim Turnier vorbeischauen. Oder aber sich anmelden und dann selbst regelmäßig in der Sporthalle die Boxhandschuhe anziehen, um Stress und Alltag oder der eigenen Trägheit mal so richtig zum Feierabend die Meinung in den Sandsack zu drücken.